Was geht ab, Leute? Sind wir back in einem neuen Video und zwar mit der ersten Folge von Dark Souls Remastered mit Bestrafung. Wird auf jeden Fall sehr lustig, glaube ich, und auch sehr hart. Mal gucken. Wir haben hier zum Beispiel, das kann ich schon mal sagen, so eine richtig scharfe Soße soll das sein, habe ich mir geholt. Und ich habe auch so einen ganzen Karton mit solchem Zitronensaft hier. Den sieht man natürlich jetzt ein bisschen schlecht, aber ja, die anderen Bestrafungen würde ich dann vorlesen, wenn wir sie bekommen. Ich habe da mir so eine App geholt mit so einem Random-Rad, Alter, dass wir dann gucken können, weil so ein richtiges Rad, keine Ahnung, wo ich das hier hinmachen soll und so. Und ja, ich wollte mir eigentlich hier bei Stream Elements noch eins einrichten, aber ja, da Stream Elements hat die letzten 2 Tage irgendwie keinen Bock. Da immer wenn ich dann was einrichte, dann hängt sie auf einmal das also die Seite auf. Keine Ahnung, was da los ist, aber egal. Ich würde am Anfang noch mal ein paar Sachen erklären zu dem Let's Play an sich, was wir vorhaben und so. Und dann starten wir direkt rein. Wer da keinen Bock drauf hat, der kann ja schon mal ein bisschen skippen, ne? So, als erstes, wir würden so, ich sag mal so, man so 1,5 Stunden bis 2 Stunden folgen, je nachdem, wie es passt, ne? Ich habe mir auch schon ein Bild rausgesucht, den ich verfolgen möchte und mir so die wichtigsten Informationen aufgeschrieben. Und zwar ist das ein, was war das? War das Dex Stärke, war das, glaube ich. Warte, ich habe hier die Informationen. Das ist ein Quality-Bild ist das, okay, genau. Hab mir auch schon mal überlegt, auf welche Waffe wir als erstes gehen sollen. Ich habe das Spiel, muss ich sagen, bei Hand of Blood damals gesehen. Das ist jetzt, wie viele Jahre ist das her? 3 Jahre oder so. Hab dann extra gewartet, bis wir das Spiel starten, damit ich nicht mehr alles weiß. Also mal gucken, vielleicht kann ich mich dann noch an die eine oder andere Sache erinnern, aber selber gespielt habe ich das Spiel noch nicht. Ja, also mal gucken. Also ich habe mich auch, das kann man ja auch schon mal sagen, ich habe mich so ein bisschen bei Hand of Blood inspirieren lassen. Zum Beispiel, dass wir das mit Bestrafung spielen so und die eine oder andere Strafe habe ich dann vielleicht auch übernommen, weil ich die ganz geil fand. So bin ich am PC gewesen. Alles klar, Linie, nice. Ja, wir spielen hier mit, also im Livestream natürlich, wie immer. Und ich werde auch ab und zu nebenbei auf den Chat eingehen, aber einblenden wollte ich ihn jetzt nicht, weil ich dachte, das nervt vielleicht. Was wollen wir noch sagen? Was gibt es noch, was wir Wichtiges sagen müssen? Ja, gut, ich versuche natürlich nicht zu sterben, also kann sein, wenn ich dann ab und zu meinen Bogen raushaue und damit ein bisschen auf Range spiele oder so, oder ein bisschen vorsichtiger spiele, dann ist das halt so, weil ich natürlich nicht sterben möchte. Und alles andere klären wir, glaube ich, während dem Spiel, oder? Das heißt, würde da Let's Go in Dark Souls 1, Leute. Ich bin gespannt, Alter. Ich bin echt gespannt. Ich bin auch so hyped, ey. Ich war die letzten Wochen so hyped auf Dark Souls. So, Helligkeit passt, würde ich sagen. Oder warte mal, Helligkeit. Bis Flamme sichtbar und Drache unsichtbar ist. Das wäre theoretisch so. Aber ich weiß, dass es bei euch immer ein bisschen dunkler ist. Deswegen gucke ich einfach mal hier im Overlay. Wäre, glaube ich, so, oder? Let's go. Bin auch noch ein bisschen erkältet und ich habe mir gestern meinen kompletten Mundinnenraum verbrannt. Also, wenn ich die scharfe Soße heute kriege, bin ich, glaube ich, tot. Aber gucken wir mal. Also, manche Strafen muss ich dann auch noch mal extra holen. Die muss ich dann noch vorbereiten, weil das ist mir ein bisschen Verschwendung gewesen sonst. Meine Nachricht hervorheben von Linie Abfahrt. Nice. Endlich mal hier. Wie heißt denn das hier nochmal? Verdammt. Die Punkte hier. Ausgegeben hier. Bin ich doof? Also ja, bin ich natürlich, aber. Ich komme gar nicht auf den Namen, wie diese Punktnummer heißt. Was ist das? Eingabegerät? Was ist das für ein Symbol? I don't know. Passt schon. So, da sind wir auch hier. Wir können unseren Charakter theoretisch designen, ja. Also Geschlecht männlich, würde ich sagen. Klasse. Ja, da ist die Frage. Du hast jetzt bei Klasse natürlich verschiedene Sachen. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr im Kopf, was man nehmen sollte, um für den Bild quasi. Also Ritter oder Krieger? Waffenexperte, hohe Stärke, Beweglichkeit ist eigentlich geil. Ritter hat eine Rüstung, Vitalität, was hat der denn? Hohe Vitalität, solide Rüstung, ah ja, okay. Wanderer führt Krummsäbel, hohe Beweglichkeit, okay. Hohe Crit-Treffer, Generalschlüssel, den Dieb wollte ich glaube ich nehmen. Wegen dem Generalschlüssel, weil dann können wir halt, also ich habe Elden Ring schon gespielt, sonst noch gar kein Souls-like. Genau, ich würde den Generalschlüssel mitnehmen, weil Elden Ring war so, da waren ein paar Türen, da hätte man den gebraucht. Deswegen würde ich den mitnehmen, den Dieb. Schutgeplagter Dieb, hohe kritische Treffer, das ist halt auch geil. Was hat er denn so drauf? Beweglichkeit ist geil.
Vitalität ist 9 und Kondi 9, Stärke 9. Ist eigentlich okay, ne? Will ich einen Dieb nehmen? Gabe. Ne, da kann man auch den Generalschlüssel nehmen. Warte, dann würde ich vielleicht was anderes als einen Dieb nehmen. Würde ich gucken, dass wir auf Stärke Beweglichkeit gehen. Beziehungsweise auf was skill ich denn überhaupt? Ich skille auf Vitalität, Endowance und Stärke und Dexity. Was ist denn Endowance? Ne, Endurance. Was ist denn Endurance oder wie auch immer das heißt? Ist das dann... Das müsste das dritte sein. Nee. Doch, Kondition. Nee. Was ist denn Endurance, Leute? Doch, ist Kondition, oder? Verdammt. auch Stärke und Dexity. Dexity ist Beweglichkeit dann, ne? Okay, wir gucken mal, wo Stärke und Dexity, also Stärke und Beweglichkeit gut ist. Wäre zum Beispiel im Krieger so. Auch das hier. Oh, warte mal, der Bandit. Der Bandit ist es, glaube ich, oder? Der startet auf Stufe 4. Aber ist ja egal, oder? Stärke und Beweglichkeit. Auch hier ist geil, der Jäger. Zauberer. Romant. Kleriker und Bettler, der Bettler hat 11 bei allen? Läuft. Ja, aber ich glaube, dann nehmen wir entweder, würde ich sagen, den Krieger mit. Oder wir gehen auf den... Der Vagabund ist auch geil, ne? Oder wir gehen halt auf den, den Banditen. Den Banditen, der ist, glaube ich, geil. Der hat halt nicht so viel bewegt. Oder wie viel hat denn der Ritter? 13. Ja, aber ich glaube, der Mandit ist geil, weil er hat halt Vitalität, Kondition, Stärke gut. Beweglichkeit, okay, geht noch ein bisschen mehr, aber an sich würde ich sagen, ist ja geil. Wir nehmen den Mandit mit, let's go. Gabe würde ich dann den Generalschlüssel mitnehmen. Figur. Ja, keine Ahnung, oder? Ja, was haben wir denn hier? Ja, da kann man ja voll viel machen, oder? Ich würde einfach normal machen, ne? Gesicht, ja, keine Ahnung. Okay. Das ist alles, wir nehmen den Bürger einfach scheiß drauf. Ist ja eh egal, das sieht man ja wahrscheinlich eh alles nicht. Wegen der lustigen Frisur. Der ist halt auch geil. Ja, weiß ich nicht, Alter, das ist alles egal. Ich nehme jetzt aber den mit. Oder nee, weißt du was? So. Iris. Ja, keine Ahnung. Das ist halt eigentlich egal, ne? Siehst du das halt sowieso kaum. Haben wir blau? Dunkelblau, komm, das. So, annehmen, let's go. Wie kann ich auf annehmen? Hä? Was fehlt denn noch? Ah, Name! Name, natürlich. Ich komme noch dran. Ich habe ein Mikro letztens umgestellt. Übrigens, Lini, kannst du mal sagen, wie die Quali ist? Ist die okay? Oder machen wir dann einfach nur mehr sehen? Nee, das passt. Hallo, annehmen. Ja, passt, Enter. So. Let's go. Weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war oder nicht. Keine Ahnung, sehen wir dann. Age of Ancients. The world was unformed. Shrouded by fog. Bin so gespannt auf das Game, ne? Ich bin so geil, Digga. Grey crags, arch trees and everlasting dragons. Sorry. Oh, geil, Alter. But then there was fire. And with fire came disparity. Mhm. Heat and cold. Life and death. And of course, light and dark. Sieht schon mal so geil aus, ne? Obwohl das Spiel halt schon... Also das Originalspiel ist, glaube ich, von 2011 und das Remaster von 2018. Then, from the dark, they came. Ja. And found the souls of lords within the flame. Digga, das ist auch ein Fürst, glaube ich, dieser Todesfürst. Achso, das sagt er jetzt eh. Geil, Digga.
Guck dir diesen Fürsten an, Digga. Wenn wir gegen den kämpfen, Alter. The Witch of Isaac. Wird das heftig, Junge. And her daughters of chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight. Digga. And his faithful knights. Oh ja, Mann. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Alter Junge. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. Warte, ich mach auf die Katze, weil ich mich mal hier unten hin, ne? Oder wir sind ein bisschen hoch. Passt schon, Leute. Passt schon mit der Katze. Thus began the Age of Fire. Boah, Digga, das sieht so geil aus, ne? Ich habe ja Elden Ring so geliebt, ne? Und das, ich habe ja, ich glaube. Soon the flames will fade, and only dark will remain. Ja. Ich glaube, der Henno hat sogar Dark Souls 1 vor Elden Ring Release gespielt noch, oder? Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Okay. Ich bin eigentlich schon seit, also eigentlich wollte ich Dark Souls, glaube ich, schon seit 5 Jahren spielen. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe irgendwann mal am Stream angefangen, wie lange hat man damals im Streamer gespielt? 1 Stunde oder so, aber das war echt nervig, weil das habe ich noch in der Xbox gespielt mit Capture Card und ja, der Bildschirm ging quasi da oben und ich musste die ganze Zeit so sitzen. Yes, so auf dem Nacken, Alter. The dark sign brands the undead. So, jetzt sind wir im Knast, and in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. Ab. Wir sind jetzt hier im Knast, Leute. So startet Dark Souls 1. Werden die meisten eh wahrscheinlich schon kennen. Und wenn nicht, die hat wahrscheinlich genauso viel Ahnung wie ich. Obwohl, ich habe mir das ganze Let's Play ja schon mal auf YouTube angesehen. Ne? Also, aber ist zwar schon ein paar Jahre her, aber das eine oder andere werde ich bestimmt noch wissen. Mal gucken. Gibt es erstmal Loot für uns. Übrigens, wenn wir solche leuchtenden Kugeln quasi finden, da ist immer Loot drin, ne? Das müssen wir nochmal aufsammeln, das weiß ich. Das sollte jeder wissen. Genau, da ist der Schlüssel drin, okay. Ah ja, was ich noch erwähnen sollte, für das Let's Play gilt, Tipps und so sind immer willkommen. Aber Spoiler bitte nicht schreiben. So, ich passe mal ganz kurz die Cam an jetzt hier im Overlay. Warte, muss kurz raustimmen. Das ist jetzt natürlich... Wow, Alter, geil! Ja, das ist natürlich toll, dass ich jetzt sehe, wo alles hin muss. Schön. Übrigens, den Tode für alle würde ich erstmal ausblenden, weil wir spielen ja eh gerade nur Dark Souls 1 erstmal. Hallo, geht das? So. Gucken wir mal, wie sieht es aus? Ist das besser? Kennst du schlecht? Bin ich über dem Ding? Also eigentlich gut so, oder? Wenn jemand Vorschläge hat, zum Beispiel für die Cam oder so ändern, und sag das auch gerne, ne? Da bin ich immer flexibel, ne? So, wir öffnen jetzt erstmal die Tür hier und dann gehen wir hier durch. So, hier haben wir noch ein paar Hinweise. Kamerasteuerung, ja, das ist offensichtlich.
Rechter Angriff ist Angriff. Rechter Angriff ist Angriff, Leute. Wie wechselst du denn aufs Schwert? Oder ist es das kaputte Schwert, was wir haben, ne? Okay. Cam ausschalten. Ja, lange Linie ist jetzt aber nicht so den Tipp, den ich jetzt wollte. Aber ich weiß schon warum. Verstehe das schon. Ich weiß, das hier ist jetzt nicht so das Schöne hier in dem Game, aber. Naja, das macht es immerhin einzigartig, ne? So, wir haben auch einen schweren Angriff. Wie fixiere ich. Ah ja, so wie sehe ich an, sehr gut. Nice. Genau, linker Stick und B halten für Sprint. Okay, sehr gut. Zielfixierung, ja, das habe ich eben schon gemacht, genau. So. Wir fahren wie sie quasi. Let's go, bisschen. Aber die geben immer 20 Seelenpuddings. Und für die Leute, die kein Dark Souls kennen, es gibt überall versteckte Türen, Gänge und alles. Also, was heißt Türen? Gänge meine ich natürlich. Und Wege und was weiß ich alles. Die siehst du auch nicht. Da musst du einfach gegen die Wand rollen oder schlagen oder so und dann öffnet die sie erst. Und Leute verrasten, genau. Leuchtfeuer haben wir hier. Achievement, jetzt sind ein Leuchtfeuer. Nice. So, wir können jetzt hier noch nichts machen, weil es das erste Leuchtfeuer ist. Stark. Wir haben auch gar kein Heal, oder was? Okay, das ist krass. Ich dachte, man hat am Anfang gedacht, ich hätte erwartet, dass man zumindest mal ein, zwei Heal-Flaschen hat. Anscheinend nicht. So, dann öffnen wir mal die Tür hier und gehen weiter. Also gar nicht genau, wo wir hin müssen. Ich weiß, hier gibt es irgendwo einen Boss. Und hier sind auch sehr viele Tote, also. Oh Gott, man! Schön. Oh, wir machen ihm jetzt sehr viel Damage. Kann man den skippen? X weiß ich aus. Okay, wir können. Ich komme nicht! Was mache ich denn da? Nee, warte, mit was weiß ich aus? Falsche Taste. Oh Gott, damn! Ist doch das Wegs. Oh shit. Ah, mit dir. Oh, oh. Gut, wir sind weg. Linie schreibt schon, stirbt. Ey, das war echt knapp. Wenn wir jetzt gestorben wären, hätten wir schon die erste Strafe machen müssen. Hier ist noch ein Leichtfeuer, sehr gut. Jetzt kriegen wir, glaube ich, Heal, oder? Ich glaube, jetzt. Wir haben noch nicht mal eine Waffe. Ich glaube, den jetzt fighten wäre doof. Lili schreibt schon no. Ja, ja, da komm, Alter. Wir wollten ja leiden sind, ich weiß genau. Hä, kriegt man keine Waffe am Anfang? Mit den Scheiß hier. Schwertgriff, ja toll. Ja, ihr habt gesehen, der Typ ist ein bisschen heftig geworden. Okay, I don't know. Wir gehen erstmal weiter durch die Katakomben hier vom Gefängnis. Knascht. Hä, warte mal, irgendwie. Achso, ich muss da oben erstmal raus, okay. Spinnenschild, wir haben ein Schild. Den rüsten wir aus. Lebewohlkristall. Was ist das denn? Phantomverbannen nach Hause zurückkehren, okay. Winterzeichen, Teleport zum Leuchtfeuer, Verlust der Seelen und Menschlichkeit, das ist zackt. Ich würde hier ein Schild ausrüsten, und zwar das Spinnenschild. Wie block ich denn? Mach ich. Links, Ausrüstung Schild, Abwehrhaltung ist LB, okay. Waffensymbol aus dem Müll, das weiß ich ja. Ne, warte. Wie? Einfach holen, okay. Alles klar, okay. Hier geht's nur mal durch. So, dann. Genau. Das ist Abwehrhaltung. Ey, auch nicht ab, Junge! Was ist los? Zieht er durch. Gibt eine Streitaxt. Ausrüsten. Perfekt, nice. Sollte besser sein als der Schwertgriff. 95 Damage immerhin. Okay, für den Anfang bestimmt nicht schlecht. Mal gucken. Wo ist der hin, der Penner? Hier ist jemand gestorben, Junge. Wie? So. Oh ja, die gefällt mir schon mal deutlich besser, Junge. So, hier haben wir so Nebel. Dahinter ist meistens Boss, glaube ich, in Dark Souls 1. Oh, was ist das? Kommt er durch? Nee. Da ist der Ritter, mit dem spricht man noch, das weiß ich noch. Hier geht's runter. Was sagt er hier? Schritt zurück. Mit B geht ein Schritt zurück und Rolle, okay. Ah, okay. Aber wenn ich nur B drücke, ist dann Schritt zurück, okay. Alles klar. Da geht es theoretisch hoch und runter. Ich gehe erstmal runter, würde ich sagen. Ja, ja, ich weiß noch nicht genau, wo man hier überall hin kann. Hier ist jetzt eine Tür offen und Shortcut, okay. Ich weiß nicht, wofür man den hier brauchen soll, aber egal.
Haben wir jetzt. Lübt. Da geht's noch hoch. Ich guck mich aber erstmal da hinten um. Wir können auch sprinten. Moment. Hast vergessen, Junge. So. Da oben ist ein Item. Da kommen wir, glaube ich, nicht hin, oder? Wie ist denn nochmal springen? War das so und dann B? Okay, aber das geht nicht. Ist hier hinten noch was? Ich glaube nicht, oder? Nö. Okay, egal. Dann gehen wir da hinten die Treppe hoch. Aber wie gesagt, falls hier mal, also falls ich Sachen übersehen würde, wie so Geheimgänge oder so, dann könnt ihr es mir gerne schreiben, aber so grundsätzlich Spoiler bitte nicht schreiben, ja. Oder halt, wenn ich wirklich nach irgendwas frage, das wäre... Oh Gott! Das wäre cool. Da kam eine Kugel entgegen. Gut. Nice. Moin. Oh, aua. Okay, wait. Anvisieren. Zack. Weg damit. Die Frage ist, wie pariere ich? Das würde ich gerne wissen. Stand das da eben irgendwo? Nee, ne? Das würde ich gerne wissen, wie ich pariere. Weil, also mein... Da komme ich nicht mehr durch. Wait, wo muss ich denn hin? Weil du wirst mindestens einmal sterben. Wow, danke Lini für den Spoiler. Hey, warte mal, wo muss ich denn hin? Ach, hier ist jetzt ein Tor, ein Gang aufgegangen, Junge. Das ist cool, oder? Und das ist der Ritter. Moin, Junge. You. Ihr seid keine Hülle, oder? No, Hollow. Thank goodness. Danke, I'm Gott. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Wie hast du dich entschieden, was? Jetzt habe ich nicht zugehört. ja. Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. Ja, wir tragen die Fackel. In my family, thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, ah ja, wir müssen, der sagt mich jetzt, wir müssen diese Glocken läuten, das weiß ich nur. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus Flask. Aha, wir haben jetzt hier. 5 Stück kriegen wir sogar. Beschaffe den Estus Flakon, haben wir ja gemacht. And this. Schlüssel, wir können jetzt hier raus. I would hate to harm you after death. Thank you. Alles klar, Mann. Ehre. Ich glaube, man kann den töten und kriegt seine Rüstung. Ich bin mir aber unsicher. Gegenstand benutzen des Gegens. Ja. Er stirbt auch eh, oder? Ich weiß es nicht, aber ich versuche es mal. Ich erlöse ihn quasi von seinem Leid. Wenn das jetzt ein Fehler war, dann haben wir schon mal gesagt. Nee, kriegen wir nicht. Nein, aber 100 Seelen. Okay, dann schade. Ich dachte, du kriegst eine Rüstung. Jetzt hatte ich irgendwie so im Kopf. Blöd gelaufen, ne? Naja, machst du nichts. So, übrigens, mein Ziel ist es aktuell. Wie gesagt, ich habe mir schon ein paar Builds angeguckt und habe mich dann jetzt für den Quality-Build entschieden. Der soll ja auch sowieso ein bisschen beliebt sein. Ja, Lini schreibt schon, aha. Ja, man weiß mal. Ne, muss mal ausprobieren, ne? Echte Waffe in beiden Händen ausrüsten, ist Y. Okay. Mach mal. Macht mehr Damage dann übrigens. Und manche Waffen, wenn du nicht genug Stärke hast zum Halten, dann quasi, wenn du in beiden Händen hältst, brauchst du nur 5. Nee, warte. Dann kriegst du quasi 50% nochmal auf deine Stärke draufgerechnet und könntest die theoretisch dann halten. Weil man kann nicht. Man muss halt eine gewisse Stärke teilweise für manche Waffen haben oder manche Anforderungen dafür. So, mit RB können wir treten. Und mit LB können wir Sprungangriff machen. Okay. Nee, warte, wie? Wenn ich das Ding reindrücke? Nee, wie geht das? So? Hm? Echt das Ding? Nee. Hä? Keine Ahnung. Hasten lebt die Gegner wieder. Ja, das weiß ich. Oh, anvisieren. Zack. Oh, der ist jetzt One-Shot schon. Guck mal, nice. Hier irgendwo durch, ne? Oh shit! Oh shit! Okay, anvisieren ist am besten, glaube ich. Ja, ich stelle mich gerade ein bisschen dumm an, ich weiß. also, ich werde wahrscheinlich bald das erste Mal sterben, so wie ich aktuell spiele. So. Zack.
So, wir haben hier noch eine Nachricht. Während des Fallens RB ist Sturzangriff. Das weiß ich. Weiß auch, wofür es hier wichtig ist. Mit dem Gegner kritischer Angriff. Okay, das ist dann das. Ich muss parieren wissen. Parieren. LT. LT und dann Angriff kontern ist dann RB? Warte, wie läuft das? Das würde ich gerne tryen. Okay, nice. Das ging sehr easy. Hüllenschild. Wie gut ist das? Nee, warte. Ja. Hüllenschild. 66 statt 62. Wie schwer sind wir? Haben wir eine Fettrolle? Ich weiß es nicht. Ich würde das Hüllenschild auf jeden Fall nehmen. Ist das eine Fettrolle? Was ist normal? Was ist das für eine Rolle, Leute? Das müsste ich wissen. Die ist verschlossen. Okay. Aber warte, wir haben noch einen Generalschlüssel. Aber da komme ich hier nicht durch, oder was? Na gut. Weiß nicht, wie das läuft mit dem Generalschlüssel. Vielleicht bin ich auch dumm und ich komme hier nicht durch. So, Nebelwand heißt Gegner und der ist da unten. So. Oh mein Gott, haben wir den Damage gemacht. Hä? Oh nein, falsche Taste. Ich hab Schlüsse. Okay. Was ich mir merken muss, einmal schlagen und ausweichen. Das ist wie ein Elden Ring. Wenn du mehrmals schlägst, dann macht er den danach direkt nochmal. Und nicht wenn du ausweichen gehst, macht er dann direkt ausweichen. Das war stupid. Oh, oh. Oh Gott. Ich trinke lieber nochmal. Huh. Okay, let's go, let's go, let's go. Easy. Oh shit. Ja Leute, erster Boss tot, Leute, was los? Asyl-Dämon besiegt, großen Schlüssel des Pilgers bekommen. So Leute, und nicht anders. Menschlichkeit bekommen, nice. Übrigens, habe ich jetzt schon gesagt, auf was ich gehen möchte in dem Spiel, in dem Run? In unserem ersten Run? Also ich habe auf jeden Fall gesagt, dass ich ein Quality-Build machen möchte. Ist ja langweilig. Ja, das ist ja auch der erste Boss. Natürlich ist der lame. Das wird noch härter. Und ich möchte als erste Waffe, möchte ich versuchen, das Großschwert der Schwarzritter zu bekommen. Das geht auch relativ früh im Spiel. Ich glaube, 20 Minuten oder so, um da hinzukommen. Allerdings ist es nur eine, ich glaube, wie viel Prozent Chance, dass es droppt? 20? 5 oder 10? Irgendwie eine, also, du musst Glück haben, dass das Ding droppt. Dafür brauchst du Menschlichkeit, dadurch kriegst du Glück, das weiß ich soweit. Vielleicht würde ich am Anfang dann gucken, dass wir diesen Schwarzritter, den einen farmen, weil der respawnt. Das ist halt so ein kleiner Schwarzritter, kein großer. Ich glaube, die großen respawnen nicht. Kann aber sein, dass ich mich komplett irre. Und ja, es gibt überall Geheimwege und Nachrichten. Gut gemacht, weiter geradeaus. Genau, das sind glaube ich noch Spielnachrichten, aber es gibt auch online. Ich weiß nicht, ob wir online sind. Ich hoffe aber mal. Mal gucken. Überall Blutflecken, also müssten wir eigentlich online sein. Glaube ich. So, was haben wir hier noch? Gelobt sei die Sonne, genau. Wie kann ich die bewerten, die Nachrichtigung? Benachrichtigung. Weil hier 475, oder kann ich die später bewerten? Ich weiß nicht. Ah, das sind bestimmt Nachrichten aus New Game Plus, oder? The ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. Alter Junge. Schöner kleiner großer Rabe, Alter. To leave the undead asylum in pilgrimage. Ich bin so hyped, Leute. To the land of the ancient lords. Endlich geht's los mit Dark Souls, Alter. Endlich, Mann. Ich bin so hyped, Alter. Lordran. Ja, Lordran, Alter. Let's go. So hyped, Mann. Aber wenn die erst bestrafen können, dann leide ich direkt. Also das wird dann vielleicht eher unschön, aber hey, ist ja egal. So. Der fliegt uns quasi jetzt erstmal zu unserem Lagerplatz. So, da sind wir. Alter, das Schild sieht aber geil aus, oder? Achievement, der reiche Lordwin. Nice. Das Feuer muss ich glaube ich noch aktivieren. Das ist ja neu, oder? Wenn die Leute steigen auf, eine Wache leuchtet Feuer. Genau. Nee, ist das schon. So, was ist Aufsteigen ist Leveln, oder? Genau.
Wie viel haben wir denn? Wir haben schon 2400 Seelen fast. Und können jetzt leveln. Ich weiß nicht genau. Ich glaube für das schwarze oder Großschwert. Oder das schwarze oder Schwert, ich weiß nicht genau, was es für ein Schwert ist. Brauchen wir, glaube ich, auf jeden Fall Stärke. Das heißt, da würde ich jetzt erstmal drauf. Die dreimal können wir leveln. Ich mache mal zweimal und gehe nochmal auf. Weil Beweglichkeit ist. Was ist nochmal Beweglichkeit? Ist das für wie viel du tragen kannst? Oder war das Kondition? Oder Vitalität? Vitalität ist Leben, glaube ich, ne? Kondition ist, glaube ich, Ausdauer ein von Beweglichkeit. Das ist jetzt die Frage. Also wir gehen halt sowieso. Das ist. Also Beweglichkeit müsste Dex sein, ne? Dann würde ich da drauf gehen, weil Dex ist, glaube ich, auch wichtig für Damage, weil wir Waffen haben wollen, die damit scalen. So. Was stand da noch? Da stand noch irgendwas. Ausholen und umkehren. Ja, das machen wir, glaube ich, noch nicht. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Ich will kurz trinken. Alles klar, Linie, bis gleich. So, wen haben wir hier? Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. Digga, wie wir aussehen, Junge. You'd have been better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. Actually, zwei Glocken, ja. Two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far. Okay, wir sind nach Schandstadt und zur Untoten Kirche. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Okay, not ja, klar. Much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead. Wir lachten so aus. Nochmal mit ihm reden? Ah, your face. You're practically hollow. Nicht das Skippen irgendwie. Ich weiß. So Sachen so lore-mäßig. Weiß nicht, bin ich jetzt nicht so drin. Ignorieren die meisten ja sowieso eigentlich immer. What? Ein Stöpsel herstellen. Okay, ja, der juckt mich gerade mal nicht. Ist egal. Wir haben jetzt übrigens 10 Estus Flakon, aber ich glaube nur bis zum nächsten Tod oder so, oder? Oder bis zum nächsten Leuchtfeuer setzen. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Wir kriegen nochmal 3 Menschlichkeit, die werden wir später brauchen. Wir haben jetzt hier. Also Dark Souls ist ja eigentlich so linear. Du hast quasi bestimmte Wege, wo du lang kannst, nur und nicht Open World. Allerdings hast du in Dark Souls ja auch verschiedene Möglichkeiten, wo du lang gehen kannst. Also manchmal. Nicht immer, aber jetzt, wie jetzt zum Beispiel, 6 Brandbomben sind geil. Würde ich mir direkt mal ausrüsten. Wo sind die da? Zack. Finsterzeichen. Teleportation. Also, das haben wir schon gelesen. Okay. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel. Also, ich glaube, ich kann mich noch dran erinnern, hier ging es, glaube ich, zu diesem Friedhof noch. Wo die ganzen Skelette sind, die übelst OP sind für den Anfang. Also, da gehen wir nicht hin. Da ist der Fettwand. Was ist das? Gestenmenü, achso, ja, okay. Dann gibt es noch diese Ritter-Gegend da, wo wir als erstes hin sollten, glaube ich. Es gibt auf jeden Fall die viele Wege von hier, also keine Ahnung. So, hier kann man aber durchscrollen. Da ist auch, glaube ich, manchmal was drin, aber nicht immer. So, moin, Fettwand. Digga, ist der fett. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thorolund. Petrus von Thorolund. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. So, achso, mit Charakteren sollte man übrigens öfters mal reden, weil die manchmal verschiedene Sachen haben und du könntest dann, also teilweise kriegst du dann sogar noch Sachen von denen. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this. As das Abzeichen des Friedens, oder? Nee, als Zeichen des Friedens. It's for you. Was kriegen wir? Kupfermünze. Keine Ahnung, was man damit macht. Wir haben sie jetzt. So, dann reden wir nochmal mit dem. Mit Akali skippen. Sehr gut. Ja, das ist mir alles egal. Jetzt entschieden. Fuck. ja. Very well. Then first. Und mit den Göttern. Entdecke den Eid der Weisen, der Weiße Pfad. Okay, wir haben jetzt einen Eid. Wir können den Eid jetzt leisten. Ich weiß ja nicht, was der macht. Ich nehme den erstmal nicht an, oder? That is a shame. Speak to me. Okay, jetzt sind wir quasi durch mit dem. Glaube ich.
könnte mir bei dem den alten Weiß, der weiße Faden annehmen, aber ja, altmäßig weiß ich gar nicht, was man da gehen soll. Ich glaube, viele sind einfach PvP, oder? Jetzt geht's hier noch hoch. Wie gesagt, ich kenne mich auch nicht so gut in Dark Souls aus. Ist jetzt mein erster persönlicher Run. Ich habe es mir halt mal bei Henno angesehen. Ist der runter oder ist es durch schwarz? Da kann man aber runter. Sollten wir da runter droppen, ist die Frage. Hier geht's noch hoch. Moment. Hier ist zumindest Seele verlorener Untoter. Nice. Man kann Seelen finden, da sind dann mehrere Seelen drin. Also so eine Seele, wie wir jetzt gefunden haben, die gibt dann eine gewisse Anzahl an Seelen. Ist das hier der Weg hoch? Oh mein Gott. Könnt ihr bestimmt noch irgendeinen Weg finden, wo man. Aber ich lasse es mal. Ich will jetzt hier nicht irgendwo hinkommen, wo ich nicht mehr wegkomme und dann sterben. Okay, ich würde mich mal da runter droppen lassen. Mal gucken, was passiert. Ich sehe gar nichts. Wie geht's durch? Wo führt uns das hin? Übrigens, es gibt auch viele Leute, also wie gesagt, die Nachrichten können auch andere Leute schreiben und entweder, also gibt es hilfreiche Nachrichten, es gibt auch Nachrichten, naja, die nicht so hilfreich sind und wodurch du stirbst. Wir haben hier eine Truhe. Lloyds Talisman, 4 Stück. Was ist das? Da. Blockiert bedingt Estus-Regeneration. Ist glaube ich PvP dann, oder? Keine Ahnung. So, da haben wir noch 2 Truhen. Muss man dagegen schlagen oder? Oh, warte mal, noch eine Truhe. Das sind mir zu viele Truhen. Ich habe Angst, dass es hier eine Mimik ist. Hier, die nicht. Es gibt Mimics, das sind Truhen mit Zehen, die dich fressen, Alter. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig gerade. Müsste auch okay sein. Keine Ahnung. Morgenstern und Talisman, nice. Okay, nice. Was haben wir hier? Heimkehrknochen. Damit können wir quasi ohne sein Zeug zu verlieren zurück zum zum Leuchtfeuer, zum letzten. Hier geht's rund. Da ist der Friedhof. Oh Scheiße, lauf. Da ist ein Item. Ja, am Friedhof stehen so Skelette immer wieder auf. Die sind aber ultra OP. Auf die habe ich gar keinen Bock. Oh, bitte lass mich in Ruhe. Kommt der noch? Ich will ihn nicht fighten. Ich habe Angst, dass er mich wegmacht, ehrlich. Bitte wieder. Oh, verpiss dich, Junge. Oh, oh. Oh, oh. Aber geht. Soll ich nochmal draufhauen? Ich sehe nichts. Geht. Oh mein Gott. Ja. Ah ja, nee, ist klar. Ich will nicht sterben, Leute, Hilfe! Seh nichts! Immer parieren versuchen. Scheiße, das war schlecht. Okay, ich lasse das. Zu riskant. Vielleicht nicht gegen solche Leute direkt parieren versuchen. Der ist tot, oder? Nice. Okay, ja, ihr seht, die Skelette sind vielleicht noch ein bisschen zu stark für uns, aber gehen. Aber dann brauche ich halt Heal. So, ich wollte zu dem Item noch. Das könnte hilfreich sein, würde ich sagen. Ich drop mich mal hier runter. Große Seele verlorene Untote. Oh, oh. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Hier geht's rein. Weiß nicht, wie lange die mir folgen, die Skelette. Oh, ich habe aber keinen Bock auf dich. Oh, oh. Wie geht's wieder zum Feuer hier? Hier ist glaube ich richtig. Ja. Wer ist das denn? Ah ne, das ist ein Spieler. Ich kann mich nicht setzen. Oh nein. Geht bitte weg, Jungs, ne? Hallo. Oh, der kommt. Scheiße, Mann. Ist nicht gut.
Okay, der geht, aber der andere hat ein bisschen mehr getankt. Oh, scheiße. Anvisieren wäre sinnvoll. So, Junge, jetzt reicht's. Hä? Frech. Oh, der. Gott, der hätte mich gemacht. Der hätte mich safe gemacht, der Penner. Oh Gott! Ich will nicht sterben. Ganz gefährlich. Zack. Und zack. Und auf die Fresse, Junge. Jetzt bewegt, auch so regenerieren. Blocken und drin. Nice. Und jetzt stirbt doch. Die hat immer noch Leben, ey. Oh mein Gott, nein! So. Gar kein Problem. Jetzt könnten wir uns natürlich wieder hinsetzen. Mach ich auch mal. So. Jetzt haben wir wieder 10 Essen. Aber die bleiben noch nicht die ganze Zeit, oder? Jetzt hier hin. Ich glaube, bis man stirbt oder so. Jetzt hier noch hin? Ah, das war der Dickwanz, okay. Alles klar. Dann, was war hier hinten noch? Wie gesagt, ich gucke mir jetzt nochmal um, Leute. Wir wollen auch alles mitnehmen, was geht, ne? Diese leere Kiste. Hier ist irgendeine Statue oder so. Aber sonst glaube ich nichts, okay, egal. Dann ging es da drüben an die Treppe runter. Ich weiß nicht, wo es dahin geht. Und hier ist nichts, wie es aussieht. Okay. Wo war denn jetzt die Treppe? Wait. Hier. Nee, da ging es hoch. Ey, warte mal, bin ich doof? Ging die nicht irgendwo eine Treppe runter? Oder war das die Treppe hier? Okay, ihr habt nichts gesagt, Leute. Wir gehen aber weiter. Mist. Okay. Ist auch nichts. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir in welche Richtung gehen wir denn mal? Da hoch könnten wir gehen. Und ich glaube, sonst haben wir auch gar keinen anderen Weg mehr von hier aus. Let's go. Was ist das? Pass auf, enges Gebiet. Da unten oder was? Hier. Geht es jetzt Richtung Ritter? Wie läuft's? Bisher bin ich noch nicht gestorben, also eigentlich, okay. Ich meine, ich war schon mal sehr knapp davor, aber es läuft. Okay, wir machen noch soliden Damage aktuell. Noch. Ja, toll, geile Anvisierung. Oh, oh. Hä? Was ist denn das? Kann ich den bitte auch hitten? Was war das denn jetzt für eine Scheiße, Junge? Der da oben zackt. Den würde ich als erstes machen, glaube ich. Aua. Das Problem ist, hier gibt es gleich eine Oh, scheiße. Oh, scheiße. Lauf. Anvisieren. Ganz wichtig. Es gibt hier gleich eine Stelle, wo man zu einem Item kommt, was aber sehr riskant ist. Das heißt, ich könnte gleich sterben. Ich will es aber trotzdem versuchen eigentlich. So, du bist ein Wichser. So. Da oben noch. Oh Gott, Junge. Oh oh. Visieren, vergesse ich irgendwie immer. Das muss ich mir noch angewöhnen. Noch eine Streitaxt, aber haben wir ja schon eine. Gut, da oben würde es normal weitergehen, auf jeden Fall, das weiß ich. Aber ich weiß, da unten gibt es noch ein Item, ja. Das würde ich mir auch gerne besorgen. Hätte ich eigentlich gefragt, ob du auf Deutsch oder Englisch, was? Warte, jetzt hier, ich habe dir im Discord, den, Be-Right-Back-Screen geschickt, Tele, ja. Hatte dich eigentlich gefragt, ob du auf Deutsch oder Englisch willst, hab's aber auf Deutsch, ja, Deutsch glaube ich am besten, oder? Weiß nicht, Englisch eigentlich auch gut, weil... Manchmal hast du auch englischsprachige Zuschauer, aber ja, ist ja erstmal egal. Guck ich mir dann auf jeden Fall nachher an. Aber den, wo du mir früher gezeigt hast, der sah eigentlich ganz nice aus. Ach, das reicht natürlich gerade so nicht.
So. Weg mit dem. So, ihr seht, hier sind schon viele Blutflecken. Seele nochmal. Und da drüben ist ein Item, soweit ich weiß. Das Problem ist, springen in Dark Souls ist absolut Horror. Du musst B drücken, sprinten und dann nochmal B drücken. Easy, easy. First Try geschafft, Leute. Wie komme ich jetzt da rüber, ohne zu sterben? Ich will nicht. Trotz dich. Okay, ja, easy. Ist das beschissen, ey. Gar kein Problem, Leute. Pro Player. Ring der Opferung, was macht der? Wo haben wir denn Ringslots? Ah, da unten. Zwei Stück haben wir. Keine Verluste bei Tod, aber der Ring bricht. Okay. Ja, aber wait. Ist das... Wenn ich jetzt hier runterfalle, dann ist der Ring ja schon wieder weg. Aber dann müssen wir nicht nochmal hier hin. Das heißt, das Item war eigentlich voll nicht worth. Aber ich will auch nicht sterben. Easy, Leute. Ich glaube, Hand of Blood ist hier bei seinem ersten Run gestorben im Let's Play und hat direkt eine Strafe bekommen, wenn ich mich noch richtig erinnere. Aber so schwer finde ich das Springen gar nicht, wie alle sagen. Ich fand das jetzt, also alle Male, wo ich jetzt getried habe, ging das voll easy. Das ist der Fall, oder? Das ist eine Ratte, Leute, hab ich gar nicht gesehen. Moin. Das sieht ja fast aus wie Lini, Alter. Na, das ist nur ein Joke. Oh Gott, hier drin ist scheiße. Aber die ist auch... Bisher one-hitten wir alles. Ich glaube, das liegt an der Axt oder so. Ich weiß nicht, weil die ist krass. Das ist jede verlorene Untote, haben wir jetzt schon einige gesammelt. Müssen wir beim nächsten Feuer mal poppen und dann können wir auch leveln. Wir können das aber auch geheim nehmen, ich weiß nicht. So, hier ist jemand gestorben. Wie? Gegen die Ratte, okay. Hier geht's durch. Ne, ist verschlossen. Oder? Lässt sich nicht von der Seite öffnen, okay. Ist der Sound eigentlich okay, Leute? Fuck you. Sorry, Leni, war nur ein Joke, Digga. Machst du auch bei mir. Ist ja also, ja. Beschweren sollte man sich da eher weniger. So. Oh, was ist das? Achso, mal. Was ist das? Steam Element schickt meinen Link rein. Ich so, was ist das? Bisschen laut, was denn? Ich oder das Spiel? Was war das? Warum war das so laut? Geht's runter, ja. Moment, was steht da? Hier, okay. Das habe ich so schon gesehen. Ja, die Brandbomben sind eklig. Ich höre irgendwie eine Ben. Oh Gott! Geht's weg, nice. Brandbombe, Alter. Da geht's rein durch Rauch. Okay. Feuer wäre hier nicht schlecht, ne? Ist nicht. Der ist spielt was. Das, du meinst das Spiel, oder? Das Spiel ist ein bisschen laut. Ich würde das mal runterspielen, glaube ich. Warte mal, dann nicht hier Einstellungen gehen. Ton, Musik. Effekte. So. 5. Ich kann echt nicht mehr schreiben oder reden, what the fuck. Ja, wenn man streamt, man ist irgendwann dumm. Also, was heißt dumm? Aber man kann manchmal irgendwann, es fällt einem manchmal schwer zu reden. Oh verdammt, das habe ich vergessen. Dass man da oben erstmal das Inventar schließen muss immer. Also die Leiste da oben. Das nervt ein bisschen, da denke ich nie dran. So, die Frage ist, was passiert, wenn ich da runterspringe? Wo komme ich dann hin? Ich fällt ein Feuer. Jetzt mal hier hoch gucken, was da ist. Da komme ich nicht hoch, geil. Dann gucken wir erstmal hier hinter dem Nebel. Passt der Sound oder ist es jetzt zu leise oder immer noch zu laut? So, hier ist noch ein Item. Noch eine Seele. Da haben wir bestimmt jetzt ein paar gesammelt von. Was schon mal ganz geil ist. Oben geht es darüber. Ich meine, ein Versuch ist es wert, oder? Oben kommt nichts, perfekt. Nee, okay, ich glaube... Könnte man vielleicht schaffen, aber ich weiß nicht, ob das geht. Passt, okay, nice. Dann stelle ich mir bei mir den Sound mal ein bisschen lauter, weil jetzt ist bei mir ein bisschen leise. So. Oh mein Gott! Der hat Auge gemacht, Digga. Aber anders.
Habt ihr nochmal? Okay. Ich will es nochmal. Einmal try ich nochmal drüber, wenn das geht. Wer will? Nee, es geht nicht, oder? Geht das? Nee, oder? Okay, scheiß drauf. Okay, ich glaube, der Drache kommt nicht mehr. Okay, das Parieren muss ich üben. Na, wieder zu früh. Hier kurz. Ich will parieren üben. Verdammt. Jetzt. Nice. Weil das brauchen wir, glaube ich, um den Schwarzritter gut zu töten, das Parieren. Das wäre also wichtig, wenn ich das hinkriege. Weil ich möchte das Schwarzritter Großschwert haben. Übrigens, kleine Lore, Info, die ich kenne. Aua. Oh Gott, nein! Kleine Lore, die ich kenne. Fun Fact, warte, ich will die einzeln. Ich will die einzeln. Dicker! Okay, das zackt. Ah, geil. Oh Gott. Ich stell mich doch mal, geht noch nach hinten, Mann. Ich die Brandbombe werfen. Wie geht das? So? Okay. Easy. Boah, das. Also mit zwei ist ja schon mal nervig, ey. Das ist mir egal. Kleiner Fun Fact: Die Schwarzritter sind nur Schwarzritter, weil die in der ersten Reihe gegen die Drachen in der Schlacht standen und verbrannt wurden. Das habe ich mal in irgendeinem Video mitbekommen. Weil Lore in Dark Souls ist ja so eine Sache für sich, aber das weiß ich immerhin. So, was könnt ihr, Jungs? Oh, die sehen aber krass aus. Sind die krass? Ich weiß nicht. Mal try. Wie stark bist du? Ja, das würde ich vielleicht jetzt anders angehen wollen. Jungs, haut rein. Ich mach jetzt mal den Wichser da oben weg. Die tanken mir ein bisschen zu viel. So, der ist weg. Da ist ein Feuer. Nice. Okay, wir haben unser erstes Feuer. Oder nee, das ist eine. Ach, keine Ahnung, wie viel das Feuer, aber das erste richtige Feuer quasi. Let's go. Ich setze mich mal kurz hin. Dann haben wir jetzt wieder 10 oder haben wir nur 5? Beziehungsweise ich level mal kurz. Ich hätte mal nachgucken müssen, was ich leveln muss. Hör auf zu fluchen, sonst bann ich dich weg. Wer? Wer flucht denn hier? Beweglichkeit oder. Ich weiß halt nicht, was lohnt halt. Aber ich würde auf Beweglichkeit gehen. Du, ja, ich bin doch hier der Streamer, ich darf doch. Ist ja sogar. Ich habe das ja sogar extra auf Twitch eingestellt. Wegen Sprache ab 18 ist. So. Achso, ja geil. Jetzt sind die Jungs natürlich wieder da. Oh verdammt, ich muss erst mal ein bisschen reinkommen hier. Oh Gott! Was war das? So, tot. Was war das für Feuer? Was sagt von den Pennern da oben? Okay. Erstmal die Jungs hier unten wieder. Weg mit dem. Da ist noch einer. Ja, ja, Junge. Gib aufs Maul. Das Schöne, also die Lappen hier, die machen wir zum Glück One-Shot. Ich will mal gleich gucken, wie krass die anderen da drüben sind. Ich bin gespannt. Wo geht's hier hin? Geht's hier raus? Ah, ein Item. Holzschild, okay. Cool. So, das Problem ist, ich weiß nicht, wie stark die beiden Jungs sind. Ich kann mir vorstellen, dass sie uns gut wegballern. Ich will die trotzdem mal tryen. Einzeln am besten. Ja. Kann mal einer von euch nur kommen? Ich hab Respekt vor euch, bitte. Die tanken sehr viel, deswegen. Okay, geht, geht. Geht. Aua, aua. Oh mein Gott, aua. Einzeln gehen die, zu zweit schwierig. Komm mal, bitte nur ein. Komm mal her, Junge, okay? Wir machen eins gegen eins, okay, Jungs? Seid fair. Bleibt fair, Jungs. Ja, der ist easy. Nice.
Zack. Also, ich dachte, die greifen halt auch an, aber die chillen ja irgendwie voll, Alter. Das heißt, sie sind ja eigentlich relativ entspannt. So. Der macht ja gar nichts. Cheater! Wollte ich healen? Drecksau. Okay, was haben wir hier? Aha, da geht's runter. Nice. Was steht da noch? Gelobt sei die Sonne. Right, was ist das? Was? Diener des Grabfürsten. Ja. Oh, ist weg. Oh, warte da. Was genau ist das? Sucht die Welt des Grab. Was? Invasion gescheitert. Was für eine Invasion? Hätte ich den jetzt invaded quasi? Also heißt der Invasion, aber. Wäre ich jetzt quasi in die Spielwelt von diesem Typen gekommen oder was? So, weg. Hier ist nichts. Geheimgang vielleicht oder so? Nein. Da geht es lang. Und hier geht's noch hin. Oh, was ist das? Das sind Hände, glaube ich. Das ist eine Nachricht. Pass auf, Schurke. Okay. Ja, geh mal weg. Ja, komm. Well now, you seem to have your wits about you. Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Das ist ein Händler. Das ist echt egal, Junge. Gegenstand kaufen, reden. Ich gucke erstmal, was er so hat. Reparaturpulver, okay. Brandbomben, Talisman, Speckstein. Na, ich verfassen. Wie teuer ist ein Speckstein? Ah, für 100. Ja, gut. Verfassen, Ansehen bewerten. Ja, ich nehme den mal mit. Ich meine, juckt jetzt auch nicht, oder? Ich meine, am Anfang klar, aber trotzdem, das ist jetzt hier nicht. Das ist jetzt egal. Anwesenschlüssel hätte der. 1000. Oh, der hat Waffen, okay. Aber wie gesagt, ich gehe ja auf, das Großschwert des Schwarzritters. Wenn wir das kriegen. Ich weiß halt nicht, wie krass die Dropchance ist. Gibt's hier auch Bogen? Gab's hier Bogen irgendwo? Hier, Kurzbogen. Ist 1000, Alter. Den würde ich aber gerne haben. Gibt's noch eine Rüstung? Ich weiß nicht, wie gut die ist. Wahrscheinlich Crap. Okay. Things are getting treacherous in these parts. Ja. A horrible goat demon has moved in below. Ziegendämon. And up above, there's that humongous drake and a bull demon too. If you stick around this place, was? It might end up being your grave. Was war das denn jetzt? Here, I'm not here to chit-chat. We talk business or we talk now. Okay, der ist egal. Wieso steht aber Schurke hier? Ich weiß nicht, ich lasse den erst mal im Leben. Hier ging es noch lang. Da geht's runter. Oder da ist eine kleine Gruppe von Gangmitgliedern hier auf jeden Fall. Machen wir weg, die Penner. Ja, ja, ruhig nach der Reihe hier, Jungs, ne? Müsst jetzt hier nicht drängeln. Alles sind aber Lappen. Die haben auch nicht mehr eine Rüstung an oder so. Okay, da war ich ein bisschen greedy. Aber der hat was gedroppt. Zerbrechliches Schwert. Geil, Alter. Lohnt. Hier geht's wieder hoch. Ah, stimmt, wir hatten noch den einen Weg, wo es noch hoch ging, da. Oder wo man runterspringen konnte. Das habe ich nicht geguckt. Das machen wir gleich noch, bevor ich es vergesse. So, wir haben hier ein Dach. Und hier gibt es ein Wurfmesser. 10 Wurfmesser, okay. Ach, guck mal, hier sind wir ja sogar. Perfekt. Kann ich jetzt vielleicht darüber springen? Das sieht zumindest aus, als man da hinkommt. Oh, Junge. Ja, geil. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh. Das war knapp. Ich will nicht sterben. Oh Gott. Habe ich ja gar nicht dran gedacht, dass hier auch Gegner sind. Okay.
Hier auf jeden Fall Steps. Unter mir, glaube ich. Ja. Was ist hier? Große Seele, verloren Untoter, nice. Und hier weiter runter. Die Jungs kommen. Perfekt. Einer weg. Nice. Vielleicht sollten wir gegen die ein bisschen parieren üben, oder? Aber kann der Ober. Ist da überhaupt was drin? Oder hab ich das falsch in Erinnerung? Bisher ist das ja eher low, wenn ich mir das mal so angucke hier. Da ist ja irgendwie nie was drin. So, hier kommt einer hoch. Oder kann ich den so wegnehmen? Ja, easy. Ich mach auch weg. Kackspaten, Alter. Haben wir noch ein bisschen Abfall. Oh Gott, da kommt noch mehr. Oh Gott, und die staggern. Die staggern hart. Na, ihr Räudigen, ne? Hab mich doch getrappt. Mit euch, ekligen, ey. Zieht euch mal lieber was an, ey. Wo jetzt hier hoch? Wie weit sind wir denn da vor? Alter, die Folge ist ja schon. Wir sind schon mal eine Stunde, ey. Okay, wild. Hätte ich nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Okay, was haben wir da? Menschlichkeit, nice. Ich glaube, durch Menschlichkeit hast du ein bisschen höhere Drop-Chance auf Items. Kommt der her. Oh Mann. So. Das heißt, die würde ich dann auf jeden Fall, glaube ich, nehmen vor dem Schwarztritt. Wenn das so ist, ich bin mir unsicher. Und dann, dass ich das auch falsch in Erinnerung habe. Wie gesagt, ist mein erster Run. Mal gucken. Ah, hier geht's gar nicht weiter. Aber warum gibt's denn den Gang hier? Toll. Unnötig. Egal. Wie die Dance. Nice, man. So, habe ich jetzt hier alles mitgenommen oder nicht? Wo waren wir jetzt? Waren wir jetzt überall? Ja. Okay. Ich muss aber eh da hinten lang. Okay. Komm, stirb endlich. Nein, ich will ja nicht sterben, Alter. Ich weiß, ihr geiert alle da drauf. Natürlich, aber ich will's ja nicht. Oh, warte mal. Da ist noch ein Item. Wie komme ich denn da hin? Hä? Wait a minute. Ist das hier derselbe Gang? Und durchbrechen? Hier könnte man durch. Aber nee, das geht nicht. Hm. I don't know. Hinspringen. Ja, geile Idee, Alter. Vielleicht von da oben. Natürlich, ich spring da jetzt einfach mal runter, natürlich, klar. Auf jeden Fall. So, warte mal, wo komme ich, wie kam ich jetzt immer da hin? Ich glaube hier lang, ne? Zu fett, Leute. Ich komme nicht mal da durch. So, hier war der Händler, auf den habe ich eh keinen Bock. Und dann hier rüber, genau. Wie viel Belastung haben wir? Sehe ich das irgendwo? Müsste das hier nicht irgendwo angezeigt werden? Da. 15,4. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Ob das viel ist oder wenig. Also ich nehme an, es ist wenig. Ich weiß noch nicht, ab wann das changed mit der Rolle. Ich glaube, wir haben eine mittlere Rolle, oder? Oder ist das die schnelle Rolle, die wir haben? Ich kenne halt den Unterschied zwischen iframes und die Rollen nicht, aber das lernen wir noch. Oder das kann ich auch mal nachgucken dann am Stream oder so. So, ein bisschen weiter hier rüber, dann klappt das. Easy. So, dann erstmal die Fässer. Da ist offenbar. Ich weiß, kann da überhaupt was drin sein? Ich bin unsicher, Junge. So, dann. Da ging's hoch, nein! Ich bin so dumm, Alter. Oh Mann, I'm sorry, Alter. Müssen wir nochmal den ganzen Weg gehen. Ich dachte, da ging es nur runter, ey. Ich bin so lost, ey. Scheiße, Mann. Okay, nochmal den ganzen Spaß. Ist ja nicht so weit. Das war jetzt mal wieder richtig dumm, ey. Naja. Dann halt nochmal. Was war das? Was war das? Okay. Was ist das für ein Symbol, was wir da unter unserer Ausdauerleiste haben? Das kenne ich gar nicht.
So, jetzt bitte darüber und dann hochgehen. Merken, hochgehen, ja? So. Die Treppe habe ich eben gar nicht gesehen, Junge. So, jetzt aber. So, da geht's lang. Geht's hier rum? Ah. Und Hinterteil, ja. Und Armbrust. Nice. Aber ich glaube, die ist nicht so geil auf Range. Da bräuchtest du eher einen Bogen. Gelobt sei die Sonne, natürlich. Kann ich das denn jetzt bewerten? Hm. Ich habe das Ding noch gekauft. Ja, okay, jetzt für die Armbrust mussten wir extra nochmal rüberspringen oder was? Hm. Weiß nicht, ob das so worth war. Ich hätte, glaube ich, lieber einen Bogen. Aber man nimmt mal mit, ne? Ich glaube, das kann man auch verkaufen. Ich bin mir unsicher. Als Sir, wäre nice. Okay. Dann würde ich mich nochmal ans Feuer setzen und dann gehen wir mal darüber, die Richtung. So. Aber wir können nochmal leveln, glaube ich. Beziehungsweise, warte mal, Inventar. Wo haben wir denn die hier? Seele verlorener Untoter würde ich erstmal nutzen. Ah, verdammt, man hätte auch. Ja. Man hätte auch auswählen können, wenn man smart ist, bin ich nicht. So, benutzen und jetzt auswählen, okay. Wie viel gibt das? 800, also 200 pro Ding. Ist nicht schlecht, glaube ich. Was haben wir noch? Ne, hier, oder? Da. Große Seelen verlorener Untoter. 2. Geben. Auch nochmal 800, nice. Okay, das waren, glaube ich, alle. Dann aufsteigen, würde ich sagen. Was leveln wir? Ich würde, glaube ich... Ich weiß halt nicht, was man braucht für das Schwert, falls wir das kriegen. Das wäre natürlich gut zu wissen. Ansonsten würde ich halt auf Dex gehen, glaube ich. Und vielleicht nochmal Stärke und dann... bisschen Vitalität. Boah, Leute, guck mal. Uns fehlt noch ein oder zwei, Heals quasi, also für 20 Seelen ungefähr. Da könnten wir nochmal leveln. Müssen wir halt nochmal einen killen. Kommt her, Jungs. Zack. Killen wir den jetzt One-Shot? Nice. So, der kommt auch noch. Oh, warte. Anvisieren. Zack. Oh Gott, ich merke gerade, wenn wir die Strafe kriegen, dass ich nicht mehr anvisieren darf. Ich glaube, das wird eklig. Das könnte echt eklig werden. Okay, dann würde ich, glaube ich, nochmal Vitalität machen einfach. So. Waren wir da oben eigentlich schon? Ich glaube, da oben waren wir gar nicht, oder? Unheil verschwindet, was? Nach über Grabesfürstendiener, wer ist das? Wer ist der Grabesfürstendiener und wo ist der? Hier geht's gar nicht hoch, Mist. Wer ist das und wo ist der? Ist doch jetzt beschissen. Was bringt den Unheil? Was macht das denn? Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. So. Komm mal her, Junge. Die Jungs da drüben würde ich, glaube ich, liegen lassen. Die sollten ja kein Problem sein. Hier würde ich durchsprinten wegen den Typen da oben. So, dann sind wir hier drin. Moin, Jungs, was geht? Alles klar. Oh, nice. Double Kill. Da kommt noch einer. Der hat ein fettes Schwert. Kann aber auch. Er hat ein fettes Schwert, aber kein Skill, ne? Ist halt so. So, da kommt hoffentlich keiner mehr. Was ist hier? Zu. Lassen. Oh Gott, wo kommt der her? Da kommt doch bestimmt keiner mehr. Mhm. Mist. So, hallo, jemand hier? Die Maus hat wieder ein Problem. Dadurch kommt manchmal dieses Ruckeln. Da ist noch einer. Moin Heinz, wie geht's? Ist hier niemand? Plündern. Oh, der hat was gedroppt. Kurzschwert. Wie gut ist das? Hab ich gerade selbst gehört. Wo läuft hier jemand? Da drin. Oder? Kommt hier einer? Ich glaube nicht. So, warte mal. Was ist Schwert? Morgenstern wollte ich auch mal gucken. Der ist scheiße. Da. Kurzschwert. 78. Die Streitaxt ist doch voll geil, oder? Für den Anfang. Was will ich mit dem Schwert? Oh, moin. Penner. Das ging ohne Anvisieren gut. Hier geht's nicht weiter, oder was? Hier geht's aber noch rein. Moin.
Hier ist niemand. Das ist eine Kiste, okay. Könnte eine Trap sein. Ist es aber nicht. Was haben wir? Schwarze Feuerbombe, okay, die klingt lit. Naja, die bauen. Also, mein Stiefvater und mein Bruder bauen gerade unten eine neue, neues. Wie heißt denn das nochmal? Was du über dem Herd quasi hängen hast. Hier dieses Uplift-Ding, Mann, hab den Namen vergessen. Die bauen das gerade an, aber da fehlt wohl so ein Rohr für. Das war da einfach nicht mit dabei. Deswegen hört ihr vielleicht ab und zu mal ein paar Baugeräusche hier im Hintergrund. So ein Bohren oder ein Hämmern oder so. Nice, weg mit den Pennern. Kunstabzugshaube, genau, das habe ich gesucht. Siehst du, dafür sind meine Mods hier, Alter. So, was gibt's hier oben? Ah, da sind die Penner von eben. Keine Falle. Ah, der schmeißt. Oh Gott, ich schmeiß die Bomben. Oh Gott, gefährlich, 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 gefährlich. Gefährlich. Weg mit dir. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Jungs, chillt. Ekligen. Ekligen. Oh Gott. Kleinen Penner. Okay, Rechnung kommt. Ja, safe. Seele verlorene Untote, nice. Wir könnten theoretisch nochmal leveln, aber ich würde erstmal weitergehen. Wir haben ja noch genug Estus zum Beispiel. Hier geht's, glaube ich, rein, oder? Gegenstand benutzt, aha. Ich glaube, da mussten wir diesen Schlüssel, den Generalschlüssel benutzen für. Ich glaube, es ist natürlich smart, wie ich bin direkt geskippt, aber egal. Was gibt's hier? Puh. Nice. Und hier ist der Schwarzritter, Leute. Und den müssten wir theoretisch farmen, um das Schwert zu kriegen, ja? Goldharz ist, glaube ich, dafür da, um Blitz auf dein Schwert oder deine Waffe zu machen. Da unten ist, glaube ich, der Ritter. Aber die Jungs hier sind, glaube ich, auch nicht ohne. Aber ich würde die, glaube ich, einzeln von oben machen wollen. Weil da ging ja noch ein, glaube ich, noch ein Weg hin. Zu denen. Hier, guck mal, da ist der eine schon. Moin, Junge. Ach, guck mal, das ist wieder mit den Speeren. Ey, wenn ich da jetzt reingedroppt werde, die hat mich, glaube ich, weggemacht. Oh, oh. Na komm. Bitte du als erster, Junge, alles gut. Ekliger, du. Ja, hab ich mir gedacht, du Penner. Und zack, Alter. Das war's mit dem. Einmal healen. Wo geht's hier hin? Kein Item unter der Treppe. Ist hier einer? Oben, glaube ich. Ah, ein Ambusschütze, moin. Zack. Höhlensoldaten, Rüstung. Ui, Rüstung könnte gut sein. Banditenrüstung 23. Rüstungsstat, glaube ich. Und das andere, ich weiß halt nicht, was das für Symbole alles ist, wenn ich ehrlich bin. Das könnte alles sein. Die ist aber auch schwerer. Mal die Symbole, sind das die von hier drüben? Nee. Keine Ahnung. Banditenrüstung. Ja, die ist halt ein bisschen besser, glaube ich. Ich hoffe, das ist der richtige Set dafür. Müsste eigentlich, oder? Sieht. Sieht geil aus, auf jeden Fall. Wild. So, was haben wir hier? Noch zwei Jungs. Aber die haben Schwerter, okay. Das geht. Uiuiui, ui, ui, da hat er mein Schild gebrochen. Meine Deckung gebrochen. So, weg mit dem. Oh, jetzt machen wir auch so Geräusche beim Laufen. So, und ich glaube, hier unten drunter ist jetzt der Schwarze da gleich. Hier geht's nirgendwo lang, okay. Familie Ritter in Dark Souls. Ja, so in der Art. Also, das Problem ist, diese Schwarzritter sind, glaube ich, heftig. Viel Erfolg. Ja. Die sollte man parryen, aber der hat halt. Achso, warte mal. Wie geht denn das jetzt hier mit dem. Ach nö, jetzt geht hier irgendwo wieder Party oder was? Hört ihr das? Nutzen, ablegen, keine Ahnung. Will ich so leiden sehen, das wird auch noch passieren. Jetzt gerade anfangen ist natürlich ein bisschen lame, glaube ich, aber
So, erhalte eine Menschlichkeit. War das Menschlichkeit, die man braucht? Uranzeige hier. Hielt mich sogar. Wie ist das mit Menschlichkeit? Weiß das? Kennst du jemand aus? Hielt mich das wirklich? Ich hoffe, du bekommst das Schafe. Das wird auch safe wahrscheinlich heute noch kommen. Ich google das mal kurz, weil ich möchte die jetzt auch nicht wasten. Menschlichkeit. Dark Souls. Mastered. So. Guck ich mal kurz hier nach. Aktiv. Menschenform ist nicht dasselbe, genau, ja. Oh, warte mal. Alle Waffentypen des Chaos lassen sich mit Freunden der Menschlichkeit verstärken, okay. Erhöht sogar meine Abwehr. Resistenz gegen Verfluchung, okay. Erhöht die Droprate, genau, siehst du? Perfekt. Okay. Was hast du in OBS und im Taskmanager für eine CPU-Auslastung, wenn du streamst? In OBS habe ich aktuell 6%, meistens aber sogar weniger. Kommt halt auf alle. Gut, ich nehme ja nebenbei auch noch auf und so. So, dann würde ich die jetzt alle nutzen. Weiß nicht, ob das stackt, aber ich denke schon. Und ja, im Taskmanager weiß ich gerade nicht, aber ich glaube auch ungefähr. Also es kommt halt auch auf das Game drauf an, ne? Kann ich gleich nach der Folge mal gucken, wenn du möchtest. So, Leute. Kann man sich da anschleichen an den? Scheiße. So, parryen soll der easy sein. Oh mein Gott. Ja. Easy, ich seh's. Ich seh's, der ist richtig easy, Leute. Oh Gott! Ja, mega easy, der Typ, ne? Mega! Oh Gott! Lauf! Der kommt, der kommt, der kommt! Heal dich! Oh Gott, damn! Dieses Stöhnen, was haben die sich dabei, ich weiß es nicht, aber es ist weird. So Leute, wir haben ein kleines Problem. Und zwar ein Schwarzritter. Und ich habe nur noch einen Heal. Ja, der ist easy zu farmen. Oh ja, mega stark. Ja, das macht ja gar keinen Damage, schön. Leute, wir haben ein Problem. Wir haben ein fettes Problem. Das nennt sich Schwarzritter. Oh boy. Kommt er hier hoch? Ich glaube nicht. Ich würde mal ganz kurz tryen. Weil wir haben noch diese dunklen, diese Bomben da. Diese schwarze Feuerbombe. Was macht die? Wie rüste ich den aus? Achso, so. Nicht geht das. Er dodgt einfach. Stark. Oh, die macht Damage. Das ist jetzt belastend hier. Oh Gott, das ist ganz belastend. Nein, ich will nicht sterben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe, Leute. Stirb, ihr Penner. Ich kann mich nicht mehr healen, das ist das Problem. Mann, hör auf, meine Bomben zu wasten, du. Oh Gott. Du Keck, wollte ich sagen. Oh Gott, ich stehe da richtig beschissen. Nein!
das war's. Wer hat denn gesagt, dass der easy ist? Fuck. Okay, dann hole ich mal meine App raus, wo das Rad drauf ist. Ist ja mega. Scheiße. Wo ist denn die App? Da. Ja, das ist alles toll. Ne, fühle ich. Geil, Digga. Ach, Mann. Bestrafung, wie du schummelst. Achso, ja, Bestrafung. Ja, wie schummeln? Wie soll ich schummeln? Ich zeige es so rein. Hier, warte. Sieht man das? Warte, wie komme ich da? So. Warte. So. Ihr seht es. Nein, nein, nein! Es ist 12? Ich glaube, die 12 war eklig. Auch Bestrafungscamp. Stimmt, true. Bestrafungscamp, Leute. Bestraft jeden. wo habe ich denn meine Liste? Warte mal, was waren die 12? So. Nein! Nein! Nein, nein, nein! Ja, das ist der Holy Estus Flacon. Oh, fuck. Und das bedeutet, ich lese es vor, Ekel-Holy-Mische, bei jedem Estus Flacon, bis Shaker leer ist, muss ich dann trinken, Alter. Fuck. Ja, dann pausiere ich kurz die Aufnahme und mache mir die Mische klar, ne? So, Leute, ich habe mir jetzt diese Ekel-Mische mal zusammen gemacht. Also, ich habe erst ein bisschen Zitronensaft noch reingemacht, damit es noch ein bisschen ekliger ist. Wenn das nicht so schlimm sein sollte, würde ich da vielleicht nochmal belegen, ob wir dann was anderes noch mit reinmachen. Aber erstmal trage ich das so aus. Guck mal, sieht man das? Da sind die 10 Holy-Geschmäcker drin, die ich am wenigsten mag. Zum Beispiel auch. Obwohl, und ein paar Sachen, die halt echt scheiße reinpassen. Brandapfel, ja. Bratapfel mag ich eigentlich, aber den habe ich zum Beispiel noch reingemacht. Bubblegum ist da, glaube ich, auch eine geile Sache für eine Kombi. Waldmal, ach, keine Ahnung, sind so viele Sachen drin. Was ist denn das Weiße da drauf? Das Weiße ist... Das müsste... Was war denn das letzte, was ich reingemacht habe? Das müsste Bubblegum, glaube ich, sein. Also Kaugummi. So, gucken wir mal, ne? Wird bestimmt super, Alter. Scheiße, Mann. Vor allem, da ist dann auch so viel Koffein quasi drin. Oder warte, war Holy das ohne Koffein und dafür was anderes da drin? Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Was war es? Glaubst du, warum es so lange gebraucht hat, Linie? Ja, ja. Also dann würde es aber ein paar Stunden dauern, du. So. Explodieren tut schon mal nicht. Ich bin gespannt. Ich würde einen Schluck mal tryen und dann jedes Mal, wenn ich mich heile, muss ich davon trinken, Alter. Prost, Alter. Ja, wird schön. Oh, Alter, das schmeckt so heftig nach Zimt auch. Oh Gott, oh Gott, der Nachgeschmack. Ja, wird schön. Wird schön. Ja, geil, Digga. Geil. Man bekommt heute harten Koffeinschock, ich glaube auch. Wenn ich die Strafe. Was machen wir eigentlich, wenn ich die Strafe nochmal bekommen soll, Leute? Bevor ich das leer. Oh Gott, ist das eklig. Oh. Dieser Nachgeschmack, Alter. Soll dann eigentlich ganz kurz brauchen. Was? Ja, wir machen mal weiter, ne? Hey, hallo? Muss ich das mal reinklicken? Hallo? Das Spiel will mich nicht mehr spielen lassen. Hallo? Controller disconnected oder was? Oh, ist das widerlich. Hallo, was ist denn los? Pause mal kurz die Aufnahme, bis es wieder weitergeht. Okay, Controller geht wieder, weiter geht's. Und ich werde mich versuchen, nicht so oft zu healen, weil sonst bin ich tot. Also, was heißt tot? Aber das ist echt widerlich, Mann. Ich hätte gedacht, das wäre gar nicht so schlimm, Alter, aber... Gott bless, ist das eklig. So, sollen wir die da unten auch wegmachen? Ich weiß ja nicht, ob die kommen, aber... Ja, komm. Sicher ist sicher, ne? Ja, das war der erste Tod, Leute. Nice. Oh, warte, mit Anvisieren wäre sinnvoll. Das Problem ist, ich will diesen... Ich wollte... Wisst ihr, was das Schlimme... Achso, Cam, ja.
Das war das hier. Und ich müsste den Todescamper, ja. Die Todescounter nochmal ändern. So. Danke für das Erinnern. Ja. Boah, Alter, ich glaube, ich muss mir was holen zum Nacht. Ich kotze uns hier wirklich noch hin. Das ist echt widerlich. Oh oh. Oh oh. Zwei tot. Sehr gut. Das Problem ist, ich wollte diesen Ritter ja farmen. Wegen seinem Schwert, weil das OP ist. Das Problem ist, das hat jetzt gerade nicht so gut funktioniert, will ich mal sagen, ja. Können also lustig werden. Nix damit nachtrinken. Ja. Mal gucken, Alter. Aber wenn ich kotze, dann muss ich leider die Cam kurz ausmachen. Oh Gott, ich werde heute so schön schlafen können, glaube ich. Ey, du Penner. Was war das für eine Aktion? Oh, fuck it, Alter. Sind die da oben? Die werden auch gefährlich, ne? Die muss ich auch wegmachen, glaube ich. Vielleicht, wenn ich hier oben bin mit der Armbrust drauf. Meint ihr, das geht? Ich muss den da töten, unbedingt. Hey, du Ekliger. Oh. Oder was gedroppt? Brandbombe, nice. Okay. Ich will mich nicht healen, ich bin ehrlich. Aber ich muss eigentlich. Meint ihr, die Armbrust macht Sinn gegen den? Oh, kleine Scherbe, nice. Mit kleinen Scherben können wir Waffen verbessern mit dem Schmied, wenn wir den freigeschaltet haben. Ich weiß aber nicht, wann der kommt. So, wo ist der andere? Der ist da unten, der Penner. Ja, kann ich den locken? Nice. Bis hierhin ist ja easy, aber das Problem wird gleich sein, der Schwarzritter wieder. Na komm. Oh, der ist One-Shot jetzt. Oh! Wieso ist der jetzt One-Shot? Haben wir so viel gelevelt? Oh, hier riecht es jetzt auch noch dem ganzen Pulver, ne? Ich muss mich eigentlich healen. Fuck. Kennt ihr das, wenn man so auf dem Land ist und dann kommt dieser eklige Geruch, dann wenn die da irgendwie ihren Mist austragen? Ungefähr so schmeckt das. Oh. Kann ich mich da anschleichen? Dann muss doch gehen. Oder geht das nur mit dem Schwert? Scheiße. Man hat so wenig Damage, ne? Fuck. Ja, das war der zweite Tod. Fuck, ey, ich wollte den sein Schwert farmen. Ich krieg ihn noch niemals hin. Hm. Achso, falsche Cam. So. Didi, danke fürs Erinnern. Wir haben so ein kleines Problem. Ich wollte dich sterben. So, warte, ich mach's wieder so, dass ihr es sehen könnt. So, warte. So, da dreht es. Es ist die Nummer 3. Ich werde übrigens gucken, dass ich das einblenden kann mit so einem Rad. Das müsste über Stream Elements gehen. Das hat letztes Mal. Oh nein. Digga, warum denn immer trinken, Mann? Zitronensaft trinken. Ja. Jawohl, es ist schön. Nee, ist geil.
So, wie viel trinke ich davon jetzt, ist die Frage. Wir bräuchten mal so ein Shotglas oder so. Boah, das riecht doch eklig, ey. Oh Gott! Wieso schmeckt denn das so eklig? Ah, wahrscheinlich wegen. Wahrscheinlich, weil ich das hier schon vorher getrunken habe, schmeckt das so eklig jetzt. Ich hasse heute. Ah ja, Todescount. Da bräuchte ich einen Knopfdruck für. Ich müsste das raustappen, es zackt halt ein bisschen, ne? Ich will nix, diese. Oh. Oh, Scheiße. Controller hängt. Zitronensaft. Mit dem, was gestern passiert ist, auch geil. Ja, habe ich das im Stream schon, in der Aufnahme schon erzählt? Ich habe mir gestern komplett mein Maul verbrannt und die ganze Haut innen ist abgegangen, oben und an den Seiten. Ist, wenn wir die scharfe Soße kriegen, bin ich tot. Dann war es das, glaube ich. Ich müsste eigentlich mal so Clips machen, Leute, ne? Kann man das eigentlich nach dem Stream auch machen? Von den Strafen? Na gut, das ist jetzt Zitronensaft, das ist jetzt vielleicht nicht so spektakulär, aber... Besser als nichts. Ich muss meine Seelen wiederholen. Scheiße. Das Problem ist, mein Plan war eigentlich, dem sein Schwert zu farmen, also den mehrmals zu töten. Das macht nur jetzt vielleicht wenig Sinn. Gibt's Kidnastium auch, sehr gut. Eigentlich müsste ich wieder merken, wo ich gestorben bin immer, ne? Aber das sieht man eigentlich an der Cam, also geht. Boah, Alter, mir ist wirklich so schlecht gerade jetzt. Das Schlimme ist ja, umso öfter, dass du stirbst, umso, umso mehr stacken halt auch die Strafen und umso schwieriger wird's, glaub. Oh, was ist denn das? Umso schwieriger wird's dann, glaube ich, auch dann, Alter. Na. Umso schwieriger wird's dann auch nicht zu sterben, quasi, ne? Weil wenn wir mal eine Ingame-Strafe kriegen, dann war's das, glaube ich, auch hart. So, die blocken jetzt hier, Schweine. Oh. Muss das Parieren mal üben. Ah, ich bin doof. Falsch Taste gedrückt. Nice. Das hat geklappt, habe ich aber zu oft gedrückt. Oh, Penner, ey. Nice. Ich muss mich healen. Als ob es so vergammelt ist oder so, weißt du? Warte, ja gut, ich werde ja, solange der Stream geht, das machen, ne? Aber was ist denn, wenn wir eine Strafe am Ende des Streams kriegen? Wie jetzt hier ist Estus Flacon oder so? Asoziale. Asoziale. Dann müsste ich das im nächsten Stream am besten machen, oder? Brandbombe. Höhlenkrieger Lemmentuch. Geil, Digga. Oh, eigentlich muss ich da nochmal rein. Ich würde den Ritter jetzt nicht nochmal versuchen, sondern erstmal gucken, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen weiterkommen. Weil ich hatte mir ganz, als ich mir geguckt habe, wie ich... Mann! Oder will ich probieren, wie viel Ambus-Damage wir haben. Das Problem ist, ich habe am Anfang halt, bevor ich jetzt hier mit dem Stream angefangen habe, habe ich mal geguckt, auf was ich überhaupt gehen möchte für Builds und so, ja. Und, oh Gott. Und, ja, da war dieses Schwarzritter-Schwert als geile Waffe für den, Quality-Build. Und ich dachte, okay, easy, aber... Ja,
Ja, da wurde dann schon halt auch, der wäre leicht zu countern, aber das habe ich bisher noch nicht hingekriegt. Das heißt, ich würde vielleicht erstmal ein bisschen leveln, bevor wir den nochmal versuchen, weil... Naja, ihr seht, der Damage ist nicht so geil. Den wir da dealen. Nice. Habe ich den eben nicht One-Shot gemacht? Ah, vielleicht, wenn er sein Schild jetzt Deckung hat, mache ich den One-Shot. Kann ich ihn umlaufen? Scheiße, jetzt will ich nochmal trinken. Oh, ist das eklig, Mann. Ich schüttel nochmal gut durch. Das setzt sich auch voll ab, weil wir da viel zu viel drin haben, ey. Stell dir vor, du tötest den Ritter und bekommst das Schwert nicht. Ja, das Problem ist, der hat nur eine geringe Dropshot. Ich glaube 10% oder so, um das Schwert zu droppen. Das ist das andere Problem. Wieso trinkst du denn auch überhaupt? Ja, muss ich ja. Wenn ich mich heale, muss ich das Ding trinken, Alter. Ja, das ist ja das Problem. Wo waren denn meine Seelen? Die liegen da unten. Oh nein. Ich lass den mal in Ruhe erstmal, ja? Wir versuchen ihn später nochmal, glaube ich. Oh, er will mich aber nicht in Ruhe lassen. Oh Gott. Ich krieg den nicht dauernd, Jungs. Das kriegen wir nicht hin, niemals. Hier ist noch einer, oder was? Fuck. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hallo Leute, wir sind wieder da. Oh Mann, es hat so gut angefangen. Jetzt sterben wir einfach so oft an diesem Scheiß hier hinten. So, hallo. So. Nein! Oh, zwei! Und nicht die Eins! Nein! Tja, die Eins, die weiß ich, was es ist. Die Eins ist, Seelen nicht einsammeln und wir hatten 4000. Meine Idee war es jetzt eigentlich, die Seelen zu holen und leveln zu gehen. Die muss ich jetzt liegen lassen. Scheiße. Ach, mal, achso, Todescounter, jawohl. Death-Counter. Das müsste mir mal einfacher machen mit dem Death-Counter, dass ich nicht immer raustämmen muss. Das wäre toll. So. Tja, das war's jetzt natürlich. Ne, zwei ist scharf. Zwei. Aller Mann! Zwei ist scharf. Also, die zwei war es ja eben auch fast geworden. Ich glaube, wenn es die zwei gewesen wäre, ich wäre am Arsch. Ich kotze wirklich gleich, Leute, ne? Ohne Scheiß. Ich kotze gleich. Ich will diesen Ritter haben, aber ich muss diesen, eigentlich muss ich den machen, aber ich krieg das hier niemals. Ihr habt das gesehen, das läuft, ich bin da viel zu scheiße für. So, weiter geht's, Leute. Bestrafung klemmt natürlich, klar. Hab auch schon meinen Death Corner gemacht kurz, weil ich mir nochmal kurz den Clip gemacht. So, da sind wir wieder. Es geht wieder los. Da. Was war das denn? Das zählt nicht. Warte mal. Hallo. Hä? Was ist los? Jetzt. Devcam. Ja, hab ich doch. Ist doch drin. Oh, fuck. Das Controller runtergefallen. Ist die 4? Hatten wir die schon? Nee, ne? 4? 10 Dollar spenden, okay, das kriege ich hin. Also Leute, 4 ist spenden. Warte, ich sag mal, warte, ich pausiere kurz die Aufnahme und sag mal nach vorne. Gute Nacht, bis gleich. So, weiter geht's. Theoretisch ist die Folge aber auch schon zu Ende, ne? Also ich meine, wir sind jetzt bei 1 Stunde 40, aber weil es die erste Folge ist, würde ich vielleicht nochmal ein bisschen was dranhängen. Ja, warte mal, wieso sind unsere Seelen jetzt da? Ich bin doch dahin gestorben. Ach, das macht doch gar keinen Sinn. So, Seelen haben wir jetzt zurückerhalten.
Ja, das Problem ist, nur 4000 Seelen habe ich vorhin verloren, als wir die Bestrafung hatten. Diese 4000 Seelen waren halt 3 Level oder so, das wäre halt eigentlich schon viel. Theoretisch könnten wir auch hier farmen gehen erstmal, ein bisschen leveln und dann den Ritter machen. Aber... Oh, ist das Assi jetzt. Oh, ist das Assi jetzt. Oh, ist das Assi jetzt. Oh Mann, Alter, was ist denn los? Ich bin falsch gecampt. Ja, ich bin richtig gecampt. Oh nein, was ist denn jetzt los? Es hat so gut angefangen. Und, 5. Ey, Mann, Alter. Ja, ihr Penner, ihr habt euch das auch gewünscht, dass ich die ganze Zeit sterbe. Jetzt kommt es auch einfach so. Hä, hey, was denn jetzt? Sagt gut. Ja, wie schlecht. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Zitronensaft hat mich einfach innerlich gekillt. Weißt du, was ich meine? Mir ist so schlecht seitdem. Und es geht wieder los. So. Boah, ich kotze halt wirklich gleich. Wenn die Soße kommt, dann war es das, Leute. Dann war es das. Dann war es das. Die 7. Die 7. Was ist denn die 7? Bart abrasieren. Ja, das machen wir dann nach dem Stream. ich notiere mir das hier mal, ne? Spenden, Doppelpunkt. Zack. Und Bart abrasieren. Also auf 0,5 mm quasi. Jetzt für eine Stunde weg, bitte Clip, wenn du was scharf bekommst. Ja, das mache ich sowieso, aber wäre natürlich schön, wenn wir generell mal ein paar mehr Clips machen würden, wenn ich sterbe oder wenn hier irgendwelche dummen Sachen passieren. Egal, weiter geht's. Ich versuche nochmal. Vor allem am Anfang bin ich hier immer easy durchgekommen. Jetzt Probleme auf einmal. Jetzt decken die ganzen Strafen hoch, ey. Das ist so scheiße. Obwohl die Strafen, die wir bisher bekommen, sind eigentlich nicht so hinderlich fürs Spiel, aber ja, mental macht mich das kaputt, Alter. Und du willst jetzt auch einfach pushen, weißt du, aber du weißt, eigentlich musst du langsam machen, ist nicht so gut. So, Jungs. Konzentration jetzt. Zack. Zack. Gut. Ey, mir ist so schlecht. Ich kotze hier wirklich durch hin, ey. Das war eine so beschissene Idee, alles. Oh shit. Stupid. Also, ich verstehe, warum Hendo immer so umgeholt hat, wegen so einer Scheiße, aber. Das ist ja echt gottlos. Ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass das Holy-Ding so schlimm ist, aber es macht mich ja komplett kaputt. Zudem fühle ich mich echt kaputt. Was ist denn los auf einmal? Da oben noch. Ich muss noch zweimal trinken. Mann, lass mich jetzt schlagen! Penner, ey. Hier oben sind am schlimmsten, glaube ich, ehrlich. Fuck it, Alter. Ich muss noch zweimal trinken. Das durchschütteln. Das ist echt nicht gut, ey. Das ist alles nicht gut, Leute. Oh Gott. Lass mir das mal hier so offen stehen am besten, ne? Ich glaube, wenn das leer ist, kotzt sich halt ehrlich. Das ist doch toll, Leute, oder? Ihr habt auch Spaß, ne? War mir klar. Oh, nochmal plündern, ey. Kleine Scherbe. Also bei dem hier oben kann man kleine Scherben farmen.
ekelhaft, Alter. Ich habe überlegt, ob ich das noch schlimmer mache mit dem Holy, der Holy Mische, Alter, aber das ist schon schlimm genug, ey. Ich kämpfe gerade wirklich damit, alles in mir zu behalten. Oh Gott, ey. Naja, komm, Death-to-Penner. Was ist denn eigentlich, wenn ich mich hier auf den fallen lasse? Nee. Das ist wahrscheinlich hoch genug, ne? So, weg mit dem. Den Ritter auf den scheiße ich jetzt. Erstmal. Pass auf, Falle, das habe ich gemerkt. Der ist weg. Aber das ist nur beim ersten Mal, oder was? Toll! Noch eine kleine Scherbe, nice. Die werden wir bestimmt später brauchen. Das Problem ist, auf was für ein Schwert, auf was für eine Waffe gehe ich jetzt, wenn ich auf das Schwert, was vom Schwarzritter ist, weil das wollte ich eigentlich machen. Oh nein, ist das hier Havels Turm? Bitte nicht. Ist das Havels Turm? Wenn ja, bin ich... Das ist Havels Turm, oder? Das ist sowas von Havels Turm. Für die Leute, die nicht wissen, was Havels Turm ist. Havel ist der Typ mit der heftigsten Rüstung, glaube ich, im Spiel. Oder die tankt auf jeden Fall krass. Ich weiß ja nicht, wie stark Havel ist. Das ist so das Problem. Ich glaube, der ist schon krass. Ich muss gleich nochmal trinken. Versuch's mit Stoß in den Rücken, okay. Viel Erfolg. Ja, fuck it. Ich trinke schon mal. Oh Gott, ey. Es wird auch nicht besser, ne? Da ist Havel. Ihr seht neben seine fette Keule, ja? Oh Gott, ist der schnell. Ey, ihr seht, der macht jetzt... Ihr seht, der macht ein bisschen Damage. Wie weit verfolgt er mich? Wir haben so ein kleines Problem. Das ist nicht gut. Oh Gott. Ich würde mal kurz zurück zum Feuer gehen und ein bisschen leveln, ja. Mir ist so schlecht, es ist unglaublich, wirklich. Mir ist so fucking schlecht. Haben wir eigentlich noch Seelen bekommen oder so? Nein. Ja, hier. Eine Seele haben wir. 200 geben die, okay. Und noch eine vielleicht. Ich glaube nicht, schade. Würde ich vielleicht auf Stärke und Beweglichkeit? Geht nur einmal jetzt leveln, uns fehlt noch ein bisschen was, okay. 1238 Bombe. Jetzt fahren wir nochmal schnell. Digga, ist das freudig. Oh Gott, ja, jetzt hat er den unten anvisiert, Mann! Sack. Bricht mich.
Oh nein, Mann, ich depp halt so dumm immer. Und lol, bin wieder da. 6 Tode heute schon. Erste Folge direkt 6 Tode. Ist nicht gut. Und ich bin schon 2-mal durch Fallen gestorben, Alter. Fuck. Ah, Mann, Alter. Seitdem ich diese eklige Trinkmische da hab, Digga, ist alles im Arsch. Ist es die 6 oder die 5? Ist die 6. Nein! Mausentastatur bis zum nächsten Tod, das war's auch komplett. Verdammte Scheiße! Das heißt, wir werden bald 7 Tode haben. Nee, ist geil. Okay, so geht das. Wie sehe ich an? Ich weiß nicht, wie ich anvisiere. Wie sieht man an? Mausrad vielleicht? I don't know. So, aufsteigen. Ich mach mal kurz die Dinger hier hoch. Oh, fuck, Alter. Ja, auf was gehen wir, ist die Frage, ne? Stärke weiter. Ich weiß halt auch nicht. Beweglichkeit. Was würde das bringen? 118 Damage auf der Waffe. Stärke. 119. Vitalität wahrscheinlich gar nicht, oder? Nee, gibt halt TP. Kondition. Bringt mir auch. Ja, bringt mir immerhin die 100 Ausdauer, aber das macht jetzt auch keinen großen Unterschied aktuell. Was war das? Ich glaube, dann würde ich einfach mal. Naja, Vitalität. Naja, Stärke nochmal. Komm. So, und jetzt? E? Ah. Ist geil, Digga. Außen das Tutorial spielen ist immer geil. Vor allem jetzt Dark Souls, Mann. Wie sehe ich denn an? Ah, Mausrad, okay. Moment. Okay. Ist das. Scheiße, ey. Wer spielt denn das? Komm, jetzt mit Mausrad mach ich irgendwie keinen starken Angriff mehr oder was? Oder er lädt es dann auf, durch gedrückt halten oder so. Das ist ja gottlos. Kurzschwert, nice. Lass ich mal in Ruhe. Das ist alles belastend. Wie sprint ich denn? Junge. Wie heal ich mich? Ha? Oh, nochmal was gefunden. Ölkrieger Helm. Okay. Dann können wir mal gucken, was der so kann. Ja, ist ein bisschen besser. Frage ist, wie heal ich mich? Das ist eine gute Frage, ne? Oh, wir haben jetzt 6 Flakons. Wieso habe ich jetzt 6? Wie nutze ich das denn? Ja, warte mal, wie nutze ich denn wie Klonen? Tasteneinstellungen. Wie benutze ich das? Keine Ahnung. Steht sie nicht. Ja, dann würde ich das immer. Dann muss ich eigentlich immer mit Controller nutzen. Aber das geht ja, oder? X. So. Wurst. Oh Gott, ey. Jetzt sammelt sich die ganze Scheiße unten am Boden. Ja, es ist geil, Leute. Super Start heute. Schön direkt 6 Tode. Es läuft. Was war das? Achso, das ist meine Rüstung. Nice.
Okay. Naja. Mal gucken, ey. Wenn wir das nächste Mal. Ist ja. Oh ja, ich liebe es, ein Mausinstitut zu spielen, Alter. Da gibt nichts Besseres. Muss ich dann gedrückt halten, bis der geschlagen hat? Wie ist das denn, ey? Ist ja gottlos, Alter. Moin, Jungs. Okay, das klappt nicht. Ich hab überlegt, ob ich da einmal direkt reinheaten soll, aber. Oh Gott, ist das furchtbar. Trink gleich. Mach den erstmal weg, den Penner. So. Oh, ist das eklig, Mann. Brandbombe. Moin, Jungs. Da bin ich wieder. Das wurde jetzt mal clean, Alter. Wie spinne ich denn auch? Keine Ahnung, ey. Droppt der immer eine kleine Scherbe? Das finde ich natürlich nice. Was war das? Man kann mit dem Schild schlagen. Ich weiß nicht, wie man pariert. Oh, das war gut. Nice. Füllsoldatenhelm. Den habe ich ja jetzt schon. So, der Schwarzritter ist mir scheißegal. Der kommt einfach so runter. Perfekt. So. Ein Schild, das haben wir schon. Okay. Ich geh mal nicht zu Havel, ne? Weiß ich nicht, fühle ich nicht so. Geh mal nach da oben. Boah, ich kotze gleich. Ich kotze gleich so hart. Ist nichts. Oh, ich glaube, ich weiß, was hier ist. Ist hier dieser Ziegenkopf, den man da wieder heißt. Das Ding weg! Funkelt Titanit und große Scherbe zweimal. Die Dinger haben so eine Scheiße immer dabei. Problem mit Mortis Hur ist es halt nicht so easy zu treffen, glaube ich. Da geht's nicht weiter. So, dann würde ich hier nochmal reingehen. Hier geht's hoch, genau, wir sind hier richtig. Wie ist das denn hier, wenn ich runterfalle? Mit Zuschlagen und so. Weil ich meine ja nur, naja. Wird jetzt lustig, ne? Bossfight jetzt hier und, naja. Boss-Tastatur. Wie mache ich denn das Schild auf dem Rücken? Weil das werde ich, glaube ich, nicht brauchen gegen den. Warte mal. Gucken wir nach.
Steht denn irgendwo oder was? Wie ist das dumm? Warte, das geht doch einfach mit Y dann theoretisch, oder? Aha. Okay. Doof. Horus Dämon, moin! So, ich würde einmal tryen, da runter zu springen auf den. Ist das easy? Der war One-Shot. Hätte ich Control, hätte ich den gemacht. Mann. Ist geil, Leute, ne? Dann haben wir nochmal einen siebten Tod in der ersten Folge. Ist schön, ne? Ist geil, Digga. Ich hätte gedacht, wir würden hier besser durchkommen, nicht ehrlich, aber hey. Läuft anscheinend nicht so gut, ne? Geil. Reintappen. Zack. Bestrafungscam, Alter. Die letzte für die Folge, würde ich sagen. Dann bin ich für die Folge danach beenden nach der Bestrafung, weil. Ja, ist ja alles schön und gut, aber ich leide. Und wir wollten so 1,5 bis 2 Stunden machen. Das ist ja jetzt 2 Stunden rum. So. Achso, vielleicht mal mit der Cam da verschieben. So. Die 9. Was ist die 9? Ne, das ist hier, oder? Dirk. Steuerung invertieren. Starten wir nächste Folge mit rein, würde ich sagen. Ich kann es ja schon mal umstellen für die Leute hier, ne? Das ist ja kein Problem, ne? Ist ja kein Problem, Alter. Das ist hier. Beides umstellen, oder? Glaube ich. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ist das scheiße. Ja, damit starten wir in die nächste Folge, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen in der ersten Folge Dark Souls Remastered. Ja, bis zur nächsten Folge. Haut rein, macht's gut, Leute. Ciao.